I'm so tired of being here. Krass. Suppressed by all my childish fears. If you have to leave, I wish that you would just leave. 'Cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. Was ist hier gerade passiert? Wer bist du? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin Madeleine, ich komme aus Wien und ich bin 15 Jahre alt. Das war ja Weltklasse. Das war so krass. Dankeschön. Ich bereite dich jetzt schon mal darauf vor, dass es hier gleich abgehen wird. Ja. Weil zu dem, wo du in das Team gehst, das Team gewinnt. Und deswegen sind wir jetzt hier alle gerade auf 180. Na klar, weil ihr nicht wisst, wie das geht. Ich weiß es. Ich weiß, wie es geht. Alvaro weiß nicht, wie es geht, Vincent auch nicht. Schau mal, Madeleine. Aber... Schau mal. Was ist das? Was Schau steigst mal. Du denn da gerade? Schau mal. Was denn? Sterne, überall Sterne. Ach so. Partnerlos. Madeleine, das ist gerade der Beweis. Und weißt du, was uns fehlt? Einer fehlt noch zum Triple. Ein Stern. Ja. Deine Normen trägt. Aber Madeleine, du hast so krass gesungen und das Einzige, was dir einfällt, sind deine Sterne in einem T-Shirt. Das macht gar keinen Sinn. Also ich bin noch komplett überfordert von deiner Performance. Darf ich dich nochmal hören? Also wäre es cool für dich? Darf ich mit dir singen? Ja. Hören wir zusammen? Nein! Okay. Nein! 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 Doch, ich will auch! Nein. Ich will auch! Nein! Nein! Ich will mein Mikrofon! Nein! Nein, hier! Das, du nimmst das jetzt! Das kannst du der armen Frau doch nicht wegnehmen! Komm mal ruhig! Dina beherrscht dich jetzt. Du kannst doch das jetzt nicht machen! Ich liebe das Lied! Nach. Ich liebe das Lied! Ja, ich hab drüber nachgedacht! Ja, Lina, bitte komm! Bist du mit? Das schaffe ich nicht. Ich kann nicht. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott, ich bin auch aufgeregt gerade. Das war so schön. Ist es okay? Ja. Ja? Ja. Aber Madeleine, guck ihm nicht in die Augen. Okay. Egal, was du machst. Mach genauso, wie du gemacht hast. Ja. Madeleine! Und jetzt noch ein Duett mit Alvaro. Läuft heute. I'm so tired of being here. Suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, no.
I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cry, wirklich Glückwunsch. Puh. Leider war es das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe gerade. Ich möchte dich gerne einmal wenigstens umarmen, falls du nicht in mein Team kommst. Oh Gott. Oh, es ist unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Und ich bin ehrlich, für mich hätte es Alvaro nicht gebraucht. Hallo. Das war sehr, sehr, sehr schön. Das war sehr schön. Richtig krass. Krass. Ey, Madeleine, was hast du denn in dir drin? Wo kommt das denn her? Wieso kannst du denn so krass singen? Wo warst du denn? Ich war schon zweimal da. Was? Hier? Ja. Ich war 2020 und 2021 schon da. Und jetzt haben wir uns gar nicht umgedreht? Nein, zweimal nicht. Was? Was? Ja. Aber wie geht das? Was ist passiert? Es ist ja nicht zu fassen. Keine Ahnung. Also ich habe natürlich viel geübt in den zwei Jahren jetzt. Ich übe auch super viel. Also wirklich, ich übe. Aber ich bin nicht so krass wie du. Wieso? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also, ich habe es einfach nochmal probiert, weil jetzt bin ich ja 15. Mit 15 ist ja das letzte Mal. Ich finde es so krass. Merkst du das selber auch? Also fühlst du dich so, als wenn du eine Steigerung zu vor zwei Jahren hingelegt hast? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich fühle mich auch viel sicherer in meiner Stimme auch. Das hört man. Ja, also du bist in der Top 10 der sichersten Stimmen, die ich jemals gehört habe. Ja. Ich will mir gleich vorstellen, was noch passiert, wenn man jetzt in diesen zwei Jahres-Steps denkt oder allein von Runde zu Runde, was noch alles mit dir, ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Weil wenn man normalerweise so perfekt singt wie du, dann fehlt so oft das Gefühl und dann fehlt so oft die Emotion bei Songs. Und mir hat hier gar nichts gefehlt. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper gehabt und das passiert nicht oft. Und das ist wirklich unglaublich. Du wolltest es wirklich wissen. Du bist das dritte Mal hier heute. Ja. Und alle flippen aus und zurecht. Und du hast dich da reingebissen und du dachtest, ich bin doch gut, aber es war wohl nicht gut genug. Dann warst du nochmal da, eine zweite Enttäuschung. Ja. Fast jeder würde sagen, oh, okay, das ist es nicht. Du gibst nochmal Gas und reißt hier die Hütte ab und alle flippen aus und alle wollen dich im Team haben. Das ist die Geschichte, die wir hören wollen. Dankeschön. Jedenfalls nach diesem krassen Abenteuer, jetzt haben wir schon hier gewesen sein, viel geübt zu haben, sich so gesteigert zu haben, dass du jetzt den Viererbuzzer abräumst, käme jetzt das nächste Kapitel. Mit wem wollen Sie denn? Ich würde gerne mit dir. Also ich habe euch alle wirklich sehr gern, weil ihr seid alle super nett. Aber? Aber ich hatte schon von Anfang an einen Coach, zu dem ich gehen wollte. Und es hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Und das ist Alvaro. Ja! Das war klar. Oh. Wow. Oh Mann, ey. Ich freue mich so sehr. Vielen Dank. Ich habe ein Geschenk für dich, okay? Ja. Ey, voll cool, Madeleine, wie du das sauber abgeräumt, gut gemacht. Du hast es gemacht. Ein Ukulele für dich. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du spielst. Hey, Madeleine, komm, bitte einen Riesenapplaus an Madeleine! Dankeschön. Super, dass du wiedergekommen bist. Ja. Wir sehen uns bald. Ciao.